Wollte gerade sagen, für wen wäre das denn am schönsten? Also grundsätzlich will man hier, glaube ich, mit einem klaren 2-0 rausgehen. Absolut. Man also, möchte, ne? Ja. Es geht auch um den Platz nach Big gerade. So, und dann gehen wir mal in den Halbfinale rein. So, kriegen wir doch noch eingefangen und Kazuya alleine. So, da hast du es ja. Da hast du ja selten verlieren sehen. Und absolut. Zack, und heute ist es soweit. Vielen Dank. Danke dafür. Ja, haben wir auch das mal gesehen. So, also Hunden und sein Team von Etex dürfen hier die Seite entscheiden und auswählen. Wird wahrscheinlich die Ziele-Seite werden. Und dann mal gucken, was Euronics so ein bisschen vorbereitet hat. Dropper, nach wie vor eine der wichtigsten Positionen hier natürlich auf der Map. Ja. Wer da die Kontrolle hat, der hat da schon mal die halbe Map für sich irgendwie beansprucht. Ja, dann mal gucken, wer wie on point ist gerade. Ja, wie du sagst, also Dropper natürlich so eine Core-Position, wo man mal schauen muss. Also meistens auch eine Position für die erfahrensten Spieler, weil du halt wirklich sehr gebalanced sein musst. Du kannst da nicht immer, an anderen Positionen kannst du halt immer dein Standardding auch runterspielen und dann in der Runde schon entscheiden, was du anders machst. Aber bei der Dropper-Position musst du schon am Anfang vor der Runde am besten wissen, was machst du jetzt anders, was machst du vielleicht gleich, so, ja, um da halt auch gut gebalanced zu sein und da nicht easy zu readen zu sein. Ja, hier lässt man sich ein bisschen Zeit bei der Seitenwahl. Ja, oder ein langes Warm-up. Wird gerade ein kleines Jump-Training gemacht, der Baumjump, aber nicht mit Hunden. Sag mal, das könnt ihr zu Hause machen, den Unsinn. Ja. Hier wird gegamed. Hier wird ordentlich abgespielt. Ja, aber die Party ist auf jeden Fall noch nicht vorbei. Weiß nicht, ob sie jetzt noch mal kurz irgendwie ein bisschen was testen, ob wirklich alles funktioniert und man einfach nur schon mal die Knife-Round irgendwie hinter sich gebracht hat. Ja, man kann auf jeden Fall gespannt sein. Ne? Mark ja hier schon mit einem Block rumgelaufen, mit einigen Sachen vorbereitet. Ja. Also das ist natürlich ein Match, wo man sich darauf vorbereitet. Ja, es scheint so viel zu sein, dass er sich nicht behalten kann. Ja. Weil er hat gesagt, er braucht die Zettel, weil ein paar Sachen muss er selber noch machen. Auch für sich selber, genau. Er hat auch für sich selber ein paar Sachen mitgenommen. Aber bei Kazuya und Crispy liegen auch nochmal Zettel. Also entweder hat Marky die nur getragen und... Und hat sich groß so geredet. Mit einem fremden Lorbeeren geschmückt da, der Junge. Oder jeder hat da seinen eigenen Zettel, was er genau spielen muss und zu spielen hat. So, jetzt kann's losgehen und Lautstärke im Spiel hauen wir natürlich ebenfalls für euch und uns nochmal ordentlich rein. Und dann kann's losgehen. Euronics auf der T-Seite, Etex auf der CT-Seite. Und damit... geht es los, das Counter-Strike-Match of the Season der ESL-Wintermeisterschaft. Oh, 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 das sieht nicht so... Ja, alles klar. Das. Ja, kurz gespottet, aber Euronics läuft da so ein bisschen in eine kleine Falle rein. Zwei Mann warten immer noch dort, beziehungsweise alle sind komplett am A-Spot. Nein, das ist doch nicht live, nein. Nein, das ist nicht live. Das wird nochmal geregamed. Ja, da waren gerade schon zwei AFK. Da scheint wohl doch noch nicht alles so zu funktionieren. So, da wird doch nachgefragt, ja, Jungs, was ist hier los? Da gibt es auch nochmal den Nackenklatscher. Also, noch kein Start, wurde nochmal zurückgepfiffen die Runde. So, aber jetzt, glaube ich, habe ich gerade nochmal einen Restart gespottet. Im Auge von wem? Du, ich sag dir ganz ehrlich, ich habe halt einfach... ein gutes Gefühl gerade dabei. Aber kann auch sein, dass ich mich vertan habe. Ha. Da ist es. Ha. Also, nun geht's wirklich los. Ah. So. Und jetzt hier die bekannte Peak Flash für Stefan. Ist aber selber blind, das wusste Euronics, dass da was passieren wird. Hätte er rumgezogen, wären auf jeden Fall alle vier auch blind gewesen. So, Stefan jetzt da gleich im Bedrängnis, Treppe wird abgemollied, muss runterschieben und ist jetzt eigentlich komplett offen. Boah, gutes Timing zum Rausspringen da. Wird auch überrannt dann. Tizian jetzt noch im Chicken, boah, wird auch von Kazuya überfahren und jetzt ist es sehr gut abgesmoked, das heißt, kann instant geplantet werden und damit sind es noch ECFN und Syrson. Stefan hat ein gutes Gefühl, aber... Ja, und das gegen fünf Spieler von Euronics, jetzt 1 gegen 5. Und Syrson kann zumindest noch einen da umreißen, aber sehr, sehr guter Go von Euronics. Also Timing hat gepasst, sehr gute Smokes, um eben
die Spieler auch so ein bisschen zu trennen voneinander. Ja, man hat echt einen guten Moment erwischt, um da rauszuspielen. Ja. Und die Flash war auch sehr gut, weil Tizian musste kurz zurück. Und als er wieder kam, waren plötzlich alle draußen. Und dann konnte er auch nichts mehr machen. Und in der Zeit wurde auch Stefan kurz überfahren. Oh, geht direkt auf zweimal AK, dreimal Galil. Und natürlich in der Anti-Eco fünfmal Weste Helm. Ja. Wow, Alternate, einmal die CZ. Sieht man mittlerweile auch wieder häufiger, ne? Ja, die CZ, CZ ist back. Wieder back. Die ist back, ja. So. Wenn man nicht mit einem Standardaufbau rechnet, mit so einer Spot-Flash, das ist. Damit rechnet man, das kennt man. Jetzt gibt's aber trotzdem kompletter Stack auf dem B-Spot von den CTs. Hier im Blau. Da gab es nochmal eine kleine Nade von Hunden, aber in der Zwischenzeit wurden Sirso und ECFN da eingeatmet. Kazuya arbeitet sich da jetzt am Seitengang alleine ein bisschen vor. Hat man natürlich noch Mate dabei, falls man da einen Refrag braucht. Seiten muss auf jeden Fall jetzt ein bisschen aufpassen. Sollte der Spieler sein, der dann am Ende erst irgendwie rauszieht, damit er eben da seine 8 HP nicht verliert. Was aber sehr schön ist, hat die AK eben jetzt getauscht, hat die Galil übernommen. Vor eben die AK gehabt, jetzt hat sie Kressi übernommen. Ja, man sieht auch Seiken auch nur noch am T-Spawn. Guckt einfach nur, ob jemand B pusht hat. Genau, also auch wirklich perfekt. Ne? Es wird dann alles gedacht, auch dass man die bessere Waffe droppt und er jetzt eben so eine sehr defensive Position dann einnimmt. Ja. Gefällt mir sehr gut. Darauf kommt es ja auch eben an, ne? Ein Stück weiter zu denken. Genau. Nicht einfach nur irgendwie billig rumzuspielen. Und das sind halt die kleinen, aber feinen Sachen, ne? Dass man so früh im Spiel schon halt mit dem Kopf ready ist. Ne? Granaten mitnehmen, Waffen gut richtig droppen, wenn man Low AP ist, defensiv gehen, Waffen vielleicht mitnehmen nach der Runde, falls ein AWP irgendwo liegt. Dass man das alles auf dem Schirm hat, ne? Das zeigt halt einfach, dass die und Leute... Saiken kann da sogar jetzt gleich nochmal zu Frax kommen. Ersten, zweiten und jetzt muss er dann nochmal wegkommen. Und auch das macht er großartig. Schiebt dann wieder weg. Er ist nicht sicher, ob er vielleicht will oder nicht. Aber jetzt nur noch aber auch perfekt. Gut, ne? Alternate, super. Haben drei Mann noch gehabt, hatten auch teilweise Weste gehabt und Pistols, wollten das eben auch in die nächste Runde bringen, um da eben nicht nochmal nachkaufen zu müssen. Gut, dass sie da jetzt in den Seiten reinlaufen, ein bisschen unglücklich, aber so ist es halt. Ja, ich meine, auch sehr gut gespielt. Tizian safe dann lieber noch die Deagle, möchte da jetzt nicht unnötig noch seinen Kevlar abgeben und eine Deagle abgeben. Selbstverständlich gibt man jetzt hier in eine Full-Eco bei Alternate. Da wird auch gar nichts, nicht mal eine Flash, gar nichts, sondern da wird einfach Full-Eco gemacht. So, diesmal 3-2 aufgesplitt, kein Stack mehr bei Alternate. Und auch Euronix versucht eben Mitte zu blocken, versucht Titanic zu blocken. Also absoluter Standardaufbau hier auch von den Ts. Ja, und Kazuya als erstes da erfolgreich gegen Sirson, der in der Mitte da aus dem Spiel genommen wird. Kressi hat da seinen Job an der Titanic, hat auch noch einen zweiten Mate dabei. Und so, Orientierung auf jeden Fall B. Okay, ja. So, die große Frage ist, ob man jetzt schon über Dropper was anspielt oder nicht. Vor allem rechnet man mit dem zweiten hinter der Kiste, na, da kommt der Molly schon geflogen. Also ja, auch da keine große Problematik. Und oh, da geht einmal kleiner mit Titanic. Ja, Team-Mollo ein bisschen rein. Genau. Tizian wird auch weggeholt. Und dann ist es ECFN alleine wieder mal gegen 5. Ja. Und auch hier keine Chance. Euronix bringt da alle 5 durch. Und das sehr, sehr wichtig, denn man hatte eben diese Doppel-AK, 3 Galils. So, beide Male beides durchgebracht. Ja. Also das ist auf jeden Fall schon sehr richtig wichtig. Richtig gut fürs Geld. Ja. So, erste Equip-Round bei Alternate. Wir haben 3x im 4, einmal die Shani im 4. Und die AWP bei Sirson, der damit direkt mit off geht. Ja, gucken wir mal, ob er off guard. Ja. Oh, das wissen sie. Oh, schön. Sehr stark. Wird jetzt komplett jetzt zurückgedrängt. Da müssen wir noch fallen eigentlich. Da hat Kressi erstmal Standard abgeaimt. Und Sirson kommt auf so einen Kill. Einen rein. Ja, und jetzt müssen sie Mitte erstmal komplett aufgeben. Dafür geht schnell Dropper raus. Und da war viel Rotation drin bei den CTs. Die sind komplett rausgeschoben vom B. Die können es gar nicht glauben. Aber die rechnet da nur mit allen, der kann es gar nicht glauben. Wie billig das direkt aufgeht, dass alle wegschieben, komplett alle 5 auf Nahe gewechselt. Ja, das ist echt ein bisschen panisch, das sieht man eigentlich sonst nur Matchmaking. Also sehr gut gelevelt auch, dass Euronix bisher immer bei den Runden jetzt von Stefan. Jetzt komplett geschlossen den, gegangen den ist. Retake spielen, aber Crispy da noch, eine Smoke steht close. Boah, das ist eklig. Das ist eklig.
Ja, Crispy Heinz, okay, ja. ECFN. Tango. Weiten hätte man machen können und jetzt ist es nur noch Kazuya, aber... Der spielt die Zeit, die Bombe, aber keine... Oh, er duckt sich da rein. Und dann ECFN, sehr gut. Geht oben auf das kleine Plateau rauf, um dann den Frag zu machen. Vielleicht können wir auch nochmal den Ingame-Sound ein bisschen lauter bekommen. Aber die Bombe geht durch. Diffuse. Ja. Wow, okay, das ist schade. Das ist eigentlich eine... Das war eine klare Runde für Euronix und es ist wichtig für Austin, dass sie die Runde holen. Kazuya gerade noch versucht hat, einfach nur noch wegzukommen. Ja, nur wollte noch die letzte Sekunde rausholen. Und dann aber ECFN, ne? Also eigentlich hätte er da den Kopf nicht getroffen, deswegen ist er nochmal hoch auf diese kleinen Vorsprungplateau. Nenn's wie du es willst, auf jeden Fall höhere Position. Hat er genutzt. Ja, eigentlich ein super Spieler von Euronix. Alternate auch komplett outplayed in der Situation. So, Sirson jetzt ein aggressiver Move. Hat auch den Spieler hinter der Ecke gesehen. Jetzt ist es halt wichtig für das Spiel. Eigentlich braucht der Spieler jetzt das Support Flash. Oder Smoke. Aber Seiken wird gerade ein bisschen... Ja. Ja. Zumindest hilft er sich damit selber. Ja. Ist natürlich eine Granate, die vielleicht am Ende bei einem Go fehlt, was man nicht immer einkalkuliert. Aber jetzt erfolgreich, so wäre es halt ein Spieler, der eventuell fehlt. Also von daher auch okay. Ja, wenn der Spieler fehlt, fehlt auch dann, würde auch die Granate sogar fehlen, in der Tat. So. Also, erste Equip an Alternate gegangen, hätte aber genauso gut auch an Euronix gehen können. Wichtiger ist jetzt hier diese Folgerunde, denn Alternate hat natürlich nicht viel Geld. Und Euronix hilft natürlich diese ersten Runden, wo man viel Geld mitziehen konnte. So, jetzt probiert man auch nochmal mit Sirson an der Titanic. Wow, 45 Sekunden auf der Uhr noch und dann gibt's den Go über Titanic. Und Dropper ebenfalls. Dropper nochmal abgesmoked jetzt. Das ist natürlich wichtige Zeit, die man gerade rausholt. Man probiert über die Smoke zu boosten. Ja, funktioniert aber auch nicht. Ja, irgendwie kommt da nicht drauf. Haben es abgebrochen. 30 Sekunden noch. Und Maki muss natürlich Turbo einlegen, wenn er auch noch über den Dropper raus soll. Boah, Christy springt ihm da ins Gesicht. Jetzt ist Tizian muss jetzt, oh, und dann läuft er eben auch noch rein. Okay. So, und dann mit Maki last. Aber in der Mitte unten wartet noch ECFN, damit wird er nicht rechnen. Ja, und ECFN macht es. Zweite Runde, die er entscheidet am Ende. Ja, starke Runde jetzt aber auch dann jetzt hier von Tizian mit drei wichtigen Frags. Ja, definitiv. Direkt den Entry gebracht und dann nochmal zwei wichtige und das mit einer UMP. Also Low Budget eigentlich equipped. Hat Low Budget da Produktion, aber das Beste draus gemacht. Das Allerbeste draus gemacht, also. So, Euronix kann trotz dessen, dass sie zwei Runden verloren haben, hier nochmal komplett kaufen. Ja, aber wirklich mit komplett. Gutem Equipment, ja. Ja, das wirklich. Das ist halt dann eben, dass sie in der Runde 2 und 3 die Aka und Galils durchgebracht haben und dadurch halt sehr viel Geld gespart haben. Ne? So, ein guter Standardaufbau jetzt hier bei Euronix. Genau, aber das Einzige, was bei ihnen gerade so ein bisschen vertrauensmäßig funktioniert, ist eben B-Titanic. Mit Dropper jetzt zweimal gespielt, aber der A-Spot, der eigentlich mal angedacht war, dann aber abgebrochen wurde, weil ein Spieler geholt wurde und dann für Alternate nach dem Fake aussah, war eigentlich bisher die beste Runde. Ja, das war taktisch zumindest. War auch einfach eine wichtige Runde eigentlich, um danach noch taktisch vieles offen zu haben für den Gameplan. Ja. So, dass das nicht aufging, ist natürlich ärgerlich. Aber ich hoffe, dass sie es auch selber ein bisschen erkennen, dass diese Runde eigentlich mit am besten funktioniert hat und sie damit halt die Gegner sehr schnell zum Schieben gebracht haben und das hier dann nochmal spielen, weil wenn man sich jetzt wieder auf Titanic und Dropper versteift, hilft es halt auch keinem. Ja, da war sie so ein bisschen, haben sie ein bisschen offen gelassen, so dass merkt man vielleicht auch kleine Kommunikationsprobleme noch. Selbst wenn man, oh, da rechnet man nur mit Kazuya drin, das ist eine gute Entscheidung, dass man dazu halt einnimmt. Und ECFN muss jetzt so viel Zeit wie möglich raus. ECFN wird sehr früh mit unten sehen, dann muss aber Seitengang schon da sein. Tizian läuft einfach raus. Schöne Granate dort rein. Super. Kann aber nur einen machen, aber ECFN immer noch unentdeckt dort hinten. Und jetzt ist Hunden schon wieder da. Hund N, wie er hier heißt. Ah, das wird ganz schwierig für Euronix. Ja. Schöner Laufweg von ECFN da. So, jetzt oh, da weißt du, was der Klaus ist. Er kann immer noch planten. Er zeigt ganz dreist nur den Rücken. So, Stefan und die Bombe geht nicht mehr durch. Ja, das war genau die Sekunde. Oh, jetzt verliert er fast noch die AK. Nach der Zeit dann noch sterben, das wäre wirklich das Ungünstigste. Ja, und auch jetzt hier zwei wichtige Entscheidungen von Alternate. Die eine gute Entscheidung war, den Dropper einzunehmen.
nachdem Kazuya da den Frag gemacht hat, dass sie da mit drei Mann sogar den Dropper eingenommen haben. Und die andere gute Entscheidung war von ECFN, dass er in der Sekunde, als es hieß, keiner mehr Dropper, dass er sofort umgeschaltet hat, Seitengang mollied und Fokus mit der Smoke hat, sodass er nämlich dann wusste, okay, da muss es jetzt bei der Zeit ein schneller Agor werden. Und dann hat man so viel Zeit rausgeholt am Ende der Runde, dass man da nichts Gutes mehr spielen konnte. So, ja. Syerson jetzt hier aggressiv mit der Awe, probiert ganze Zeit schon aggressiv Plays zu machen, um das Spiel für sein Team zu öffnen, Räume früh einnehmen. Aber bisher noch keine Equip-Equip-Round an Euronix gegangen. Weiß sich da gerade noch so ein bisschen die Zähne aus. Und jetzt nochmal so eine Force-By-Round obendrauf. Danach wird es eher etwas eng, was das Geld angeht. Auch wenn sie dann den Max-Loser-Bonus haben danach. Ja, Euronix will sie gerade auf jeden Fall. Aber jetzt mit Hund Gewalt. Auch wieder mit einer ganz guten Position eigentlich. Ist frühestens die zweite Position, die gecheckt wird. Den Step hat er gehört. Aber da ist auch noch die Smoke. Da können sie nichts machen gerade. Ja, Kazuya muss genauso auf die Smoke warten im Seitengang. Schöne Flash. Und ein Ohr. Gutes Backup davon ECFN. Er hilft lang genug. Oh, und Stefan auch mit dabei. Stefan also, schraubt doch noch vorher den Schalli ab. So, und jetzt Kazuya noch mit 6 HP. Die Runde ist wieder gegessen. Traut sich aber noch keiner richtig gegen Seitengang so rumzuziehen. Aber jetzt, ja. Tizian halt wieder mit der UMP. UMP, das ist doch kein Problem. Natürlich. Tizian, sollen wir den mal einen M4 droppen? Nö, lass mal gut sein, das geht doch so. Bisher läuft's gut gegen die. Ja, und Hunden, ich hab's ganz am Anfang angesprochen, ne? Seine Offline-Statistik. Teamspieler halt, 3 Assists. Ja. Aber ansonsten James Bond-Nähe. Ja, wenn das seine Entscheidung war, in den Dropper zu gehen, war das seine Runde. Also man darf es natürlich nicht nur von den Frags abhängig machen. So. Ja. Das, was die Spieler dann ausmachen, kriegt man leider als Zuschauer und auch als Caster nie mit. So schnell jetzt Dropper. Tizian zieht sich ja lieber zurück. Ja, auch gute Entscheidung, dass er den direkt aufgibt. Schöner Shot von Saiken. Und Stefan. Der wird da von Kazuya auch noch überfahren. Ja, damit 3 gegen 2. Immer noch Überzahl wieder für Alternate. Und die Bombe ist Dropper down. Da müssen sie natürlich auch erstmal hin. Ja. Und Granaten Equipment bleiben. Haben sie überhaupt gar nichts mehr, Euronix. Also können da nichts mehr einnehmen. Bitte, war was? Habe ich das geklaut? Wolltest du es gerade sagen? Nein, nein, alles gut. Pardon, kleiner Kapitän. Ich bitte dich. Also, da hat er ein Füßchen gesehen. Ja, aber trotzdem extrem schwierig. Also bei Alternate, wir haben noch 2-mal Smoke, genug Flashes. Also man kann immer wieder Dropper da absmoken. Ja, so wie sie es gerade spielen, wissen sie auf jeden Fall nicht, dass die Bombe Dropper ist. Aber sobald einer jetzt hier gleich mal checkt, naja, egal. Ja, es hat sich erledigt, danke. 5-3. Exakt, aber 5 Equip Rounds an Alternate gegangen. Hätte sein können, dass du Nutzen von meiner Brille machen wolltest. So gut kennen wir uns noch nicht. Ja, ja. Wirklich, also alle 5 Runden, die jetzt gespielt wurden, Equip gegen Equip an Alternate gegangen. Bisher überraschend stark. Ja, also ich muss sagen, der Viererstamm von Alternate spielt auch sehr gut zusammen. Also da merkt man auf jeden Fall, dass die Jungs schon eine lange Zeit miteinander verbracht haben, spielerisch. Aber auch wirklich die richtigen Entscheidungen getroffen und so. Am Anfang sah es sehr gut aus für Euronix, inklusive der Runde 4 overall, schön, wo Alternate komplett weggeschoben ist. Die glücklich dann am Ende, in Anführungszeichen, an Alternate gegangen. Aber die hat den Knoten auf jeden Fall geplatzt. Und gute Entscheidung jetzt hier gerade von Syerson. Dass er gesehen hat, dass der Molly sehr weit fliegt, dass er da sogar noch vorpushen kann. Maki hat zwar auch damit gerechnet, aber AK gegen AWP ist natürlich nicht das wunderbarste Duell. So, Kazuya gleicht jetzt hier gegen den Hund aus. Die Hunden. Oh, Saiken, mal gucken, auf welches Timing er wartet. Aber dadurch, dass die Bombe nochmal komplett rüberschiebt, muss er natürlich warten, bis die Mates da sind. Ich meine, das ist jetzt eine super Information, die er seinen Mates gibt. Aber das bringt jetzt auch nichts, weil ECFN nimmt an anderer Stelle so viel Raum. Oder sie können halt einfach Doppelfake spielen. Also, dass man halt Saiken jetzt irgendwie aggressiv machen lässt. Danach nochmal der andere Spieler Titanic angreift, aber nein, die ziehen sich zusammen. Naja. Ja, wäre halt die bessere Entscheidung gewesen, wahrscheinlich. Boah, hat die blind geholt. Werden wir leider nie wissen. Das werden wir leider nie wissen. ECFN holt jetzt da super viel raus. Das Saiken hat so eine unglaublich krasse Position und kann nichts daraus machen, weil sein Team ihm gerade nicht für ihn so ein bisschen die Karten spielt. Wäre stärker gewesen, er würde von oben halt mal irgendwie mithelfen. Ja, und jetzt wieder. Ja, jetzt macht er einen Frag, ist okay, aber aus der Position. Will man mehr, aber der Molly. Ist er noch abmollied, ja. So, und jetzt, was kann man gegen Syerson machen? Wenn der da unentdeckt rauskommt, wird es auch nochmal problematisch. Saiken könnte einfach absmoken dort.
Lässt aber wir lieber auf den Frack gehen. Boah, ja. Guter Hit da gegeben. Jetzt muss Kazuya es richten. Ja, und das mit AWP wird schwierig. Schöner ja, Molly da. Richtig gut gespielt, wirklich. Sehr schön. Saustark. Schöner Retake von Alternate. Ja, nochmal Tempo rausgenommen, auf den Molly gewartet. Ja. Super. Ja, und auch beeindruckend zu sehen. Ne? Saiten kommt da eigentlich komplett unentdeckt bis auf den Spot vor. Ja. Aber Euronix kann halt nichts draus machen. Ja. Und an der Stelle, dann lass halt Saiten einfach komplett baiten. Schick den anderen Spieler nochmal Titanic, so wie Alternate vorhin eh Panik hatte. Schieben die halt instant alle auf einen Spot und dann können die anderen problemlos da mit hoch. Ja. Aber gut, wir sehen halt mehr als die. Mit dem zweiten sieht man besser. Halt, genau, das muss man. Alle knipsen halt das eigene Auge zu da gerade. Ich meine, wenn du in so einer Position bist, denkst du nicht mehr, dass du einen Doppelfake brauchst, um die Runde zu holen. Ja. Sondern da weißt du eigentlich, ja, das muss reichen. Okay, jetzt Kazuya. Boah, probiert er nur auf Timing zu gehen. Timing und verpasst. Wisst jetzt nicht, warum man an der Position auf Timing geht, wenn man einmal abaimt. Einmal den Vorteil halt hast eigentlich, ja. Genau, das aber. So, aber. Das oh. Okay, da ist der Schuss. Da wollte Susan schon eher auf die Smoke wechseln. Ja, da war er schon im Wechsel. Man hat dann so eine kleine Schockstarre bekommen. Ja, Stefan dafür erfolgreich am Titanic. Boah, da crazy gut rausgezogen, so ein schöner Shot. Ja, und diese Doppel-AWP bringt jetzt bei Alternate dann auch mal ein bisschen mehr Sicherheit ins Spiel. Ja. Ja. Und das macht es gerade noch schwieriger für Euronix. Ja, das ist jetzt auch Stefan, da ist einfach mal Blumenpflücken angesagt jetzt. So, hol dir noch eine Tulpe. Maki, große Rote. Ja, also Alternate spielt jetzt jede Runde schon sehr aggressiv immer Titanic an. Immer die tiefe Smoke, vielleicht mit einer Flash, mit einer Molly. Da muss man mal gucken, dass man da vielleicht ein bisschen Druck mal von Anfang an erstmal in der Runde macht. Ja. Dass man mal ein bisschen Flash, dass man die Olaf-Smoke umbringt, dass man Alternate nicht die Chance gibt, jede Runde da so ganz locker einzunehmen. Weil Titanic ist einfach schon ein Riesenbereich. Und wenn du da einmal gute Kontrolle mit einer Ava hast, also beide Seiten abgemollert hast und genau weißt, da kann keiner mehr links hinten sein, jetzt aus der CT-Sicht, dann hast du da eigentlich viel Raum verloren. Und das wird halt auch gerade Euronix zum Verhängnis. Die sind immer gezwungen, über Dropper zu gehen oder Richtung A zu gehen. Ja, Maki kann da jetzt nochmal auf den Frack gehen eventuell. Ja, und Crispy, wenn er könnte, ne, der würde da eine weiße Flagge als Spray-Logo irgendwo auf die Wände zimmern. Aber auch sehr früh dann die Entscheidung getroffen zu saven in dem 2 gegen 4 bei Sekunde 38 oder sowas. Oder sogar noch in den 40ern, als Crispy da weggewalkt ist. Und genau die richtige Entscheidung, auch das wollte ich gerade noch sagen. Jetzt ist eigentlich Zeit für ein Timeout. Also man hat 7 Runden gespielt, man hat viel ausprobiert und 7 Runden lang hat man es nicht geschafft, irgendwie gegen die Equip dort anzukommen. Und genau diese Runde, die hat sie jetzt komplett auseinandergenommen, in der Luft, von hinten, egal wie. Diese Doppel-AWP, Stefan hat die alleine genommen, also überhaupt keine Chance gerade für Euronix. Und das gilt es jetzt mal so ein bisschen irgendwie aufzuklären. Wo liegen gerade die Probleme? Ja. Warum kommen wir nicht durch? Also nicht mal das einfache Aufbauspiel klappt jetzt mehr. Genau. Und das sah ganz am Anfang in den ersten Runden auf jeden Fall noch deutlich anders aus. Genau, die erste Equip, die sie eigentlich schon gewonnen haben, da kam dieses Titanic-Ding ja gar nicht zum Tragen, weil sie den Fake gespielt haben und schnell dann Titanic gerusht haben, die sind ja alle schon verschoben. Aber ab der Runde an kamen sie immer in die Titanic-Wand sozusagen. Immer in der Smoke, immer im Molotow und hatten dann null Kontrolle. Also genau an der Stelle müssen sie jetzt auch eigentlich arbeiten. Also sie müssen jetzt schauen, dass sie da Titanic mehr Kontrolle haben. Einfach mal ein bisschen aggressiv am Anfang der Runde, mal die aggressive Smoke, eine aggressive Flash jetzt als T werfen, damit man diesen Raum nicht jede Runde verschenkt. Oder zumindest Alternate Alt auch mal zwingt, Granaten zu verschwenden und nicht immer nur ihre Core-Granaten werfen zu lassen. Also was willst du machen? Ich würde Titanic aggressiv einnehmen jetzt als T. Aggressive Flash, aggressive Olaf Smoke oben an die und Kiste. Schnell durch? Nein, nicht schnell durch. Ich würde dann erstmal Alternate zappeln lassen. Ah, okay. Dann werden sie vielleicht wieder, dann werden sie vielleicht Molos verschwenden. Ich würde gerne ein schönes A-Go-Aufbauspiel sehen. Ja? Über Seitengang und Co. Also, Titanic gefällt mir auch. Ja, ist aber leicht zu sagen, wo die Köpfe hinschauen. Absolut, aber das Problem ist halt, Titanic haben sie sich jetzt so auf die Zähne ausgebissen mit ihren Varianten. Ich glaube, denen fehlt da gerade die Idee, was sie wirklich machen sollen. Und so ein richtiges A-Grundaufbauspiel haben sie bisher noch nicht gezeigt. Und da siehst du es. Ich bin in Kazuyas Kopf, aber ganz tief. Ja, das ist echt ein Aufbauspiel. Das ist einfach, ich habe keine Ahnung mehr, ein Rush-Turm in die Mitte rein. Aber sie geht zumindest A. Der A war ein Treffer. Und auch mehr getroffen als ich halt. Versenkt. Ja, ist es schon fast so schlecht, die, also so einfach die Ansage, dass sie schon wieder gut ist, muss ich sagen.
Also das war jetzt schon zu naheliegend. So, ey, wir kommen B nicht durch, dann rushen wir A. Das, okay, Entschuldigung. Nee, deswegen, also es war ja fast schon wieder, glaubwürdig gut. Oh, und jetzt muss Füßen aufpassen, der kriegt jetzt von hinten, ja. Der wird jetzt gleich, oder? Nee, er ist noch nicht raus. Cressy wartet einfach. Noch ist er hinten safe. Okay. Halt. Aber Füßen, oh. Oh, schön. Super gemoved von Füßen, sieht und die Bombe. Das ist die Bombe gewesen. So, jetzt kann natürlich Cressy da ein bisschen den Raum zumachen, aber jetzt hat Füßen wieder Fokus. Ach, stark. Jetzt wieder nicht, jetzt wieder. Oh, 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 oh mein Sie Gott. Ihn da nicht. Frisbee nimmt sich den Frag noch, weil er wusste natürlich, dass er jetzt zur Bombe zieht. Aber Tizian ist auch schon wieder sehr aggressiv. Wir fallen einfach ja, vor allem schon wieder super Kontrolle, 35 Sekunden auf der Uhr und jetzt ist halt wieder, jetzt der Klöckner von Notre Dame geht wieder zurück in seinen Turm und zieht am Seil. Oder? Versucht das doch nochmal. Ja, eigentlich ist es halt jetzt wieder Quatsch auf die Zeit, aber... Okay, ein bisschen gut. Verrudert von Tizian jetzt. Ja. Natürlich nochmal, jetzt geben sie Gas, die beiden. Hat auch das Lenkrad inzwischen angeschlossen. Ja, Hunden spielt nur auf dem Molotow. Nutzt es aus, dass sie kaum noch Zeit haben. Das ist gut. Oh, jetzt wird er da ein bisschen... 10 Sekunden. Ja, das geht sich aus. Ja, also Plant wird auf jeden Fall durchgehen. Und Marki hat das Timing-Pech. Oh. Und jetzt ist es Stefan. Und der macht bisher ein wirklich tadelloses Spiel. Können wir uns gleich mal ein bisschen die Statistik noch anschauen. Stefan spielt ja nur noch auf die CZ. Will das Close-Duell. Ah, ja, macht ihn. Saustark. Und auch ein großes Lob an Pan. Der da so Vorname schön. Peter. X-Ray nochmal rausnimmt und sowas. Und uns da auf jeden Fall hilft. So, gucken wir mal aufs Scoreboard ein bisschen. Wenn er uns das hier noch einblendet. Danke sehr. Stefan, ja, da sehen wir es. 12-1-6. Macht hier wirklich gerade ein sehr, sehr gutes Rennen. Vor allem die letzten 2-3 Runden definitiv auf sein Konto mitgegangen. Ja, und Marki, Cressy. Also gerade Marki, noch nicht so viel zu sehen. Ja, das ist richtig. Noch nicht sein Momentum gehabt. Genau. So, und jetzt kommt als Nachgang, als kleines Dessert obendrauf, kommt dein Titanic aggressiv. Genau, dass man mal nicht sofort die Kontrolle schenkt, aber... Ja, haben sie doch beides für uns gespielt. Oh, aber ja, da, da fehlt die Smoke. Die Smoke fehlt und tschüss. Und, ja, dann, das sind halt die Kleinigkeiten. Die ist dann... Oh, das ist Stefan. Oh. Wow, Stefan den aus. Lässt man ihn auch noch machen. Sauber. Und er kriegt noch einen. Und Stefan, jetzt ist er down. Aber es ist wieder die Überzahlsituation. 4-2. Und alle 4 CS ist jetzt hier schon wieder am B-Spot. Also das ist uneinholbar gerade für Euronics, die hier langsam wirklich komplett unter die Räder kommen. Ja. Und Alternate fährt nochmal im Vorwärts- und Rückwärtsgang drüber. Einfach nur, weil es gerade Spaß macht. So, so Alternate zu dritt. Mit eigentlich als T, also... Jetzt sind halt die Duelle gefragt und man ja. Guckt halt, dass man jetzt erstmal durchkommt. Aber Cressy, er hat bisher auch noch nicht sein Momentum gehabt. Ja, und ja, es bleibt dabei, Susan aimt ihn ab und dann ist es Crispy alleine mit 40 und der wird jetzt von zwei Seiten angegangen. Ja, ciao. Los geht's. Tizian weiß genau, wann er gegen ihn rumziehen muss. Das haben sie oft genug im Training schon durchgemacht und direkt die nächste Timeout obendrauf. Also, jetzt hat man beide Runden gespielt, die wir auch vorgeschlagen haben, nacheinander. Halt leicht halt variiert. In, halt in Euronics-Fassung, aber... Eude-Deu haben sie. Eude-Deude. ja, ja, gleich in ihrer Version ein bisschen adaptiert und deswegen auch verloren, oder? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also das ist schon wirklich naiv, gegen zwei AWPs nur einen Mollo zu werfen. Also ja. Da muss man halt wirklich schon ein bisschen risikobereit sein, wenn man das durchziehen möchte. Und dementsprechend wurde da auch Euronics sofort wieder bestraft von Alternate. Und das, ich meine, man muss auch sagen, dass Stefan aus der Situation viel mehr gemacht hat, als er durfte, als, ja. Als er darf. Also nach er dem ersten Frack hätte er fallen müssen. Genau, genau. Und dass er da noch zwei macht, ist natürlich schon, das ist natürlich schon dreist. Und das sind natürlich Momente, die auch dann den Ansager halt einfach fertig machen. Man, wir sehen es natürlich jetzt gerade schön durch die Scheibe. Der Kazuya, der haut ja gleich den Kopf auf die Tastatur, so wie es aussieht. Ja. Weil, ja, du weißt halt einfach gerade nicht. Ist der Monitor zu kühlen? Ich weiß es nicht. Ja, also da weiß man auch nicht, was da los ist. Fakt ist auf jeden Fall, wenn du so viele Varianten Taktik spielst und sie eigentlich im Gedanken richtig sind und auch gut laufen sollten und du dann am Anfang, am Ende immer wieder die Runde verlierst, dann weißt du irgendwann auch nicht mehr, ey, was ist es denn jetzt überhaupt? Gerade jetzt in der Pause ist mal wichtig, dass halt die Spieler sagen, ey, das hat geklappt, das hat gut geklappt, das hat gar nicht geklappt, das haben wir einfach scheiße gespielt am Ende der Runde. So, der Call war der richtige. Das ist natürlich auch wichtig jetzt für den Ansager, dass er sowas bringt. Ja, aber ich glaube, das fehlt auch gerade bei Euronics. Also gerade Marki, Cressy können da auch meiner Meinung nach gar nicht viel sagen, auch zeigen, weil sie halt dann auch einfach die Duelle verlieren. Ja, und vielleicht auch den Spielern die Erfahrung fehlt, die Situation dann jetzt irgendwie sinnvoll dann
zu bewerten, weil sie vielleicht nur sehen, ey, ich kriege gerade ins Gesicht, aber sie haben ja eigentlich trotzdem viele Informationen in der Runde mitgekriegt. Deswegen muss man jetzt schauen, wo Ronix da weitermacht. Vielleicht probieren sie nochmal ihren kleinen Standard-Fake mit A und Dropper, der am besten geklappt hat. Also aber auch da wird ein Alternate jetzt nicht mehr eigentlich schnell verschieben. Ja. So, also ich bin echt gespannt jetzt, weil rein in der Theorie müssten das jetzt nochmal 3 Runden an Alternate werden und dann weißt du, alle 12 Runden, die equipped gespielt wurden, sind an Alternate gegangen. Ja, und jetzt kommt halt so ein Verzweiflungs... wie wild ist denn da der? Runden hat aber richtig Bock. Aber dafür sein kleiner Flambierer ebenfalls durchgegangen. Jetzt wieder Crispy und Kazuya. Das ist eine unangenehme Situation, ne? Dropper. Ja. So, ja, ECFN sammelt auch Crispy schon ein. Und man weiß, wo Kazuya ist. Ja, Kazuya wird jetzt da vorgebaitet mit der Molle und kann auch nichts mehr machen. 10-3 jetzt für Alternate. Und Ironix wirkt halt einfach echt verzweifelt. Ja. Gerade wenn du natürlich auf deine Core-Spieler, Core-Aimer oder auch gerade einen Entry-Fragger wie Marky, wenn du darauf nicht zurückgreifen kannst, Sachen, die immer funktioniert haben, plötzlich nicht mehr gespielt, die man plötzlich nicht mehr spielen kann, weil halt diese entscheidenden Frags fehlen, auf die man sonst zählen konnte, ja. Dann sieht es einfach mal schlecht aus. Und das sieht halt gerade auch einfach schlecht aus. Ja, auch gerade eben noch mal schön gezeigt von Pan, alle 10 Runden, die von Alternate geholt wurden, nur bei 2 war es am Ende eine 1-gegen-1-Situation. Oh, da hat was nicht ganz geklappt. Da machen wir es halt nochmal. So. Aber das reicht. Man wollte einfach nur mal gucken. Ist da halt wieder was aggressiv aufgebaut. Geht auch einfach darum, sich mal die Granate zu sparen. Nicht immer sofort smoken, nicht immer sofort mollen. Währenddessen ECFN, früh war es Mitte gesehen, kann deshalb auch direkt einen zweiten Mann zu sich ziehen. Und da wird schon ordentlich verschoben. Ja, da. Ja. ECFN ein bisschen wild, aber ist auch okay. Er will halt auch Räume einnehmen, ein bisschen für seine Mates. Schöner Frex. Syrson kommt da gerade nochmal weg, die Smoke liegt. Und dann wird er aber weiter angegangen. Gut gemacht von Zeigen fährt, dass er danach geht. Dass er da hartnäckig bleibt. So, ECFN macht einen Hit, dann aus. Bitte. Die Runde für Ironix möglich. 3-2 Überzahlsituation. Oh, schönes Timing da. Duell. Und jetzt Crispy. Crispy, Kazuya, beide zusammen. Boah, Kazuya ist jetzt bekannt. Also okay, dass er da ein bisschen aggressivere Position einnimmt. Holt auf jeden Fall viel Zeit raus und jetzt Crispy 1-gegen-1 Duell. So, das kann er rausspielen. Oh, unten! Mit allen Wassern gewaschen. Räumt ihn ab. So einfach lässt er sich hier nicht ausbooten. 11-3. Das ist jetzt leider ein weiteres Duell, was Cressy nicht verlieren darf, aber verliert und deswegen die Runde überhaupt noch offen macht für Alternate. Oh, es waren übrigens 3-1. Danke. Waren übrigens 3 1-gegen-1 Duelle. Jetzt das vierte, korrekt. Aber nichtsdestotrotz, also out of 11 Runden, ne? Nichts, worüber man sich beschweren kann. Ja, absolut, also. Beschweren kann man sich da eigentlich eher weniger. Nee, bis gar nicht. So, Syrson, wieder sehr aggressiv jetzt von ihm. Und diesmal könnte er belohnt werden, jawohl. Und sofort Disziplin, rückziehen, nicht nochmal irgendwie ein Overpeaken. Spielen sie einfach gerade schön runter. Sehr variabel, die Spieler. So, also da kann man gerade einfach nicht meckern. Syrson hört, glaube ich, sogar die Flash oder hat was erwartet, hat etwas in die Wand gezielt. Aber denkt ja gut, gehe ich halt eine Ebene zurück und eben von da hinten. Ja. Das sowieso eins der Grundelemente, ne? Immer Position suchen, wo du wieder zurück kannst. Und weiß nicht, ob der Server nur bei uns gecrashed ist, auf jeden Fall. Ja, die Gesichter sehen... Die Spieler bewegen sich noch ein bisschen, die Hände. Und es gibt auch noch keinen Aufschrei irgendwie bei den anderen. Also von da scheint es nur unser Bild gerade zu sein. Wir arbeiten an einer Lösung, beziehungsweise lassen arbeiten. Genau. Wenn wir sitzen auf der Couch. Tipps und Cola. Wir können auch nichts machen. Wir haben nur ein Bildschirmgerät vor uns, auf dem wir gucken können. Bildschirmgerät. Und alles andere müssen wir abwarten. Also, Observer muss restarten und es ist eh Halbzeit. Und wenn ich es richtig lese aus den Gesichtern von Ironix, war es diese letzte Runde auch nicht. Mal gucken. Aber vielleicht kannst du trotzdem mal zusammenfassen.
Ja. Also, egal, ob es jetzt 11 oder 12 Runden waren. Genau, also egal was es war, auf jeden Fall war Alternate weit überlegen, kann man sagen. Also man hat auf jeden Fall gesehen, dass Euronix einen Plan hatte. Die kamen vorbereitet in diese Hälfte. Die hatten Goes, Fakes, alles ready. So, die hatten auch auf jeden Fall einiges vorbereitet. Aber am Ende konnte man es einfach, also man hat es am Ende einfach auch schlecht ausgespielt. Und was bringt die beste Vorbereitung, wenn du es am Ende halt einfach nicht gut ausspielen kannst? Und dementsprechend ist das halt so eine Sache. Und man hat auch gemerkt, dass Euronix relativ schnell dann so ein bisschen den Faden verloren hat. So, weil die 2, 3 Sachen, die sie vorbereitet haben, haben ja eigentlich in der Theorie geklappt. Der Fake hat super geklappt. Ja. So, aber wenn du es am Ende nicht ausspielen kannst, dann bringt es dir auch nichts. Besonders, weil du den Fake in der späteren Runde nochmal wunderbar hättest einbauen können für einen Fake oder so. Und, dem und da ist es natürlich, da ist der Gameplan natürlich ein bisschen verrutscht. Also, wir sind am meisten gespannt. Taube. 11 oder 12, 3? Also 11, 4 oder 12, 3? 12, 3? Ja, also dann hat, das muss man hat mein mal, Blick richtig das funktioniert. Super schöne Menschenkenntnis, die du da hast. Danke. Man muss einfach mal dazu sagen. Ja, sag pass noch auf, mehr dazu. Pass mal auf, Kollege. Kollege zu meiner Rechten. Euronix hat die ersten 3 Runden geholt. Die haben das sie ist korrekt. Komplett diszipliniert und super runtergespielt. Ja. Und dann? Ha? Danach ist ein bisschen ins Trudeln geraten. Halt. Hier sehen wir nochmal die Highlights gerade, die sehr einseitig sind, muss man sagen. Zumindest was diese Halbzeit angeht. Also Stefan, wirklich eine bockstarke Halbzeit gespielt, ja. Aber auch da bei Alternate kann man keinen jetzt so wirklich rausheben. Außer Stefan. Der hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ja, aber sonst und Hunden auch super angesagt. Also, ne, auch, genau. Also man war ein bisschen unsicher in dieser 4. Runde, die eigentlich genauso gut an Euronix hätte gehen können, wo wir auch das One-on-One-Duell am Ende hatten, wo alle sofort zum A geschoben sind, nur weil ein Spieler dort gestorben ist und man 3 gesehen hat. Ja, an dem Punkt habe ich gedacht, so, ey, Alternate, genau, ihr seid was hier ist nicht, los? Wo seid ihr gerade mit genau. eurem Kopf, weil das war jetzt echt auch ein und, billiger aber Fake. Dann sehr souverän, glücklich diese Runde ausgegangen und seitdem alle, ja, muss man alle sagen. Weiteren also Stefan Elf auch geholt. Sehr wichtig, Sürson auch wichtige Räume eingenommen. Aber grundsätzlich hat das Spiel halt von Alternate einfach gut gepasst auf das von Euronix. So. Ja. Dass man Titanic immer wieder eingenommen hat mit den Smokes, mit den Mollus, so dass man diesen Raum halt wirklich gesichert hat, weil man einfach davon ausgegangen ist, dass Euronix halt sehr abhängig von diesem Bereich ist. Und ja. So, da hat man einfach gemerkt, dass man da das richtige Mittel hatte. Ja, wir haben gerade Kazuya wieder kurz eingeblendet gesehen, der sich immer noch die Stirn hält. Also ich werde ihn gleich mal fragen dann in der zwischen den ob Maps. Ob sich da ein Fieber anbahnt. Ja, was halt los ist. Ob es einfach nur ist, dass drinnen heiß ist oder ob es ihm halt wirklich nicht so gut geht. Weil vorhin hat er nichts irgendwie dergleichen gesagt. Aber so oft, wie er sich jetzt da gerade die Flasche an die Stirn hält. Ja, das ist schon kein Eistee mehr. Das ist schon normaler Tee gerade. Ja, das ist schon Brühe langsam. Das ist Brühe. So, wir gehen jetzt hier in die so, 12-3. Halbzeit. Ja, es kann sehr schnell vorbeigehen. Ich bin gespannt, ob Euronix jetzt zumindest auf der Titelseite einen guten Gameplan hat und dagegen Alternate hält. Wir haben oft genug schon gesehen, dass auch ein 12-3 noch in ein Overtime führen kann. Kann alles. Also ne, ist jetzt hier noch nichts entschieden. Und Hunden, der mag kein Glas. So, ist das ein Triple? Triple im Hühnerhaus. Jetzt habe ich aber einiges gesehen. Jetzt haben wir das Internet, genug Internet für heute. Ich wollte gerade sagen, also. Aber das hier auf Seiken macht er zwar, aber. Beziehungsweise genug LAN für heute. Ja, und Cressy ist dann. Oh, aber wow. Crispy knallt da zurück auf jeden Fall. Jetzt kommt es auf Sürson an, was er da rausholen kann. So, er hat auf jeden Fall alles, was er braucht. Er hat die Bombe noch auf dem Rücken. Ja. Hat noch genug Zeit auf der Uhr. Super Entscheidung von ihm. Wirklich sehr gut gespielt, dass er. Und dann ist Marki aber da. Ja. Erster Shot, nur ein kleiner Anschuss gewesen, aber dann der Headshot nachgedrückt im zweiten. Boah. Ja, durchatmen für Euronix, aber Pistol haben wir von ihnen schon gesehen, die können sie. Ja, in der. Ja, aber das war jetzt mal. Aber Triple Chicken, das war schon eine. Triple Chicken Nuggets? Das ist schon eine schöne Bestellung gewesen, auf jeden Fall. Mit süß-sauer scharf. So liebt es eigentlich sonst nur Crispy. So, jetzt hier ganz anders als bei Euronix, jetzt Alternate hier mit sehr viel Farmers und so. Vierer Seitengang, Bombe genau, Mitte. Haben aber auch MP9, UMP dabei. Ja, zweiter kommt auch dazu. Bombe ganz alleine laufen lassen wäre auch ein bisschen sehr risky. Aber Crispy, mal gucken, was er da mit der UMP macht. Nimmt sich nochmal eine andere Position. Und jetzt geht's auch los. Der Zug rollt. Ja, jetzt. Zweier-Setup auf dem A, aber
Auch hier Euronics sehr schnell am Schieben. Oh, schöne Flash, aber Crispy ist auch blind. Selber blind davor. Oder fahren sie alle nicht vorbei? Ach du Scheiße. Das ging komplett anders auf, als man es eigentlich wollte. Und damit hat man den Spot jetzt eingenommen. Bombe kann gelegt werden. Und die Frage ist, wie schnell kommt Euronics jetzt in den Retake rein? Oh, und jetzt damit ist es Marky alleine. Ist er heiß genug? Oh, schön, wie Stefan da die Smoke nutzt. Eieieiei. Komplett outplayed. Stark. Das ist wirklich... Komplett outplayed und Alternate holt sich hier diese zweite Runde in dieser Halbzeit. Und damit Money komplett gedreht. Euronics kann eigentlich in den Force Buy gehen. Machen sie auch. Ja, das ist im Zweifel jetzt durch, wenn hier es schief läuft. Diese Runde ist jetzt einfach entscheidend für die App. Die muss halt Euronics jetzt irgendwie zurückzaubern, dann kann man es wieder vielleicht gerade bügeln. Ein Kopf würde sagen, aber diese Rasur. Die Runde ist holable trotzdem. Holable, ja. Alle Runden sind holable. Jetzt sind alle holable, aber die ist noch mehr holable als eine Full-Eco-Runde. Die muss halt mehr holable sein. Du weißt. Auch. Halt. Die halt. So, Sirson. Oh. Hier Crispy auf dem falschen Fuß erwischt, der hat da... Ja, komplett nur mit der... Ja, der war irgendwie hat sich ein bisschen zu sicher gefühlt. Ja, und Kazuya wird jetzt auch gleich Probleme von oben bekommen. Ja, da ist schon. Klingelt oben einmal an, aber... Ja, und dann kommt natürlich Mitte schon raus und D-Nate findet ihr Ziel in die Schnauze von Marky, aber... kommt da zumindest auch nochmal raus mit Lower P 26. Pardon, keine Brille. Cycle noch mit 24. Wird auch eine sehr, sehr schwierige Runde jetzt für Euronics und machen sich auch schon aus dem Staub. Ja, auch hier natürlich wieder klar, die Runde nicht mehr holable für sie. Nicht mehr holable. Aussichtslos. Und dann nimmt man natürlich die Weste, Helm mit bei Saiken, Cressy mit der CZ-Weste und Marky mit der MP9 und Weste. Ja, das hast du sehr gut vorgelesen. Auf jeden Fall ist natürlich wichtig, die Runde ist nicht mehr zu holen und so kann man wenigstens noch etwas mit in die nächste Runde holen, weil wir wissen natürlich, dass die Herren von Euronics nächste Runde gar kein Geld haben. Das naja, ein bisschen Geld gibt es halt, aber das wird dann halt wieder lieber in Equipment investiert, als dann da halt wieder erstmal Weste kaufen zu müssen. So, Marky, Flash, Smoke, Nate. Kann sogar seine Waffe legen und selber nachkaufen, wenn er ein Mate ist. Er wird vielleicht auch gerade darauf angesprochen, hat das aber verneint. Bleibt lieber bei den 2-6. Auf Tasche. Können wir noch mal bitte ganz kurz ins Scoreboard? Ist er wirklich jetzt mit 2-6 in der Runde geblieben? Mr. Bahn. Geben Sie uns bitte Marky. Bahn. Marky, bitte. Ja, er springt zu ihm. Marky noch mal kurz. Ich hab nicht. Ging mir zu schnell. Er ist aber kein. Ja, oben links sind wir jetzt Money. So, Kazuya, ja, wir bleiben erstmal in der Action. Das ist stark. Stefan fährt da gleich 2 um. So, Stefan. So, da ist doch Marky da hinten. Na, Pan will uns den... Ja, 2-6. Partout nicht geben, doch. Ja, dann reden wir da gleich nochmal drüber. Aber erstmal hier Alternate, wieder am drüberfahren, Cycle Last. Ja. So wie es aussieht, kommt der erste Tipp von mir hin. Eine Map 15, auf jeden Fall einstellig. 15-4. Wer hat das denn gesagt? Ich habe gesagt, eine Map einstellig. Was? Wo? Würde er nochmal zurückspielen? Nicht auf Kamera. Ja, okay. Er geht halt jetzt auf die M4. Alles okay. Ist eigentlich irgendwo auch okay, aber... Hat aber auch viel investiert, aber... Man würde ja eigentlich die Runde davor holen, um überhaupt im Spiel zu bleiben. Genau, und das ist halt das Ding, ne? Also da hätte er einfach die Waffe legen können. Hätte selber nochmal MP9, weil die Runde... meine, jetzt müssen sie halt 11 am Stück holen. Alternate hat es vorgemacht, ja, ich weiß, alles okay, bla bla, aber die Runde davor wäre halt einfach entscheidender gewesen, da besser dagegen zu halten und ein bisschen Equipment zu investieren. Aber gut, man hat sich so entschieden, das ist ja das Schöne an CS, man hat einfach sehr viele Varianten, über die man auch sprechen kann. Am Ende gibt es eine, die wahrscheinlich besser gewesen wäre und das geben wir halt vor. Nein, kleiner Spaß natürlich. Wird jetzt hier ist ein bisschen, ja, aber... Cressys Gear wurde da bestraft gerade. Refrax sofort wieder da. Und damit 4 gegen 4 Situation. Und Dropper steht schon sehr bereit. Marky da nochmal. Saiken. Und jetzt kommt auch der dritte Spieler mit dazu. Saiken sieht ihn, geht aber in die Smoke rein. Und hat deswegen den Fokus verloren.
Ein bisschen bitter für ihn, aber zum Glück weiterhin noch nichts raus. Und das Duell kann er noch für sich entscheiden, macht er auch. Und auch Hundenfeld. Und damit jetzt 2 gegen 4 Situation, aber sehr schnell reagiert. Stefan und ECFN, beide auf dem A unterwegs. Crispy wird es nur noch im Augenwinkel mitbekommen. Zumindest im Schattenwinkel. So, ja, Audit jetzt hier den Spot eingenommen, haben noch eine Flash bei Stefan. Bombe wird auch gelegt. ECFN macht da 2. Und jetzt Cycle. One-on-One-Duell. Cycle mit 3 in dieser Runde. ECFN ebenfalls. Wer holt sich den 4. Er kann entweder die Runde besiegeln oder auch nicht. Cycle macht hier den Kill. Bomb Diffuse, gar kein Problem. Und damit Euronics mit Runde Nummer 5. In diesem Spiel. Aber kein Geld, kein nichts. Das ist eine harte Nummer jetzt, da am Ball zu bleiben. Absolut. Und bei Alternate auf jeden Fall noch deutlich mehr Geld vorhanden. Können da diese Runde kaufen, nächste auch nochmal. Sollte kein Problem sein. Jetzt wurde auch nochmal eine Pause gecallt und die von Alternate. Und wenn ich mich recht erinnere, war 16-6 der Call für die Map. Habe ich es echt gesagt? Du leider nein. Du leider schon. Aber mal gucken, dafür müssten wir jetzt noch 2 Runden sehen, aber es riecht alles. Ja, die wollen eigentlich auch nur nach deiner Nase spielen. Nach dem 16-5 riecht alles. Aber auch das wäre ja besagte Regel, die immer noch existiert. Sieht eher aus wie so ein Tactical Timeout, sehe ich das falsch? Da ist gerade so ein Referee relativ panisch in den Raum gerannt. Ja, weil das eine Team nimmt ja die Timeout und darf reden, das andere nicht. Aber er ist so panisch an die Maus gegangen. Oha. Das hätte ich bei mir nicht zugelassen, dass er da seine Griffel auf die Maus legt in so einer Runde. Die Schmutzhand? Ich hatte noch ein anderes Wort, aber das wollte ich jetzt hier nicht sagen. Was ist denn? Ich sehe es nicht. Da stehen so viele Leute vor der Scheibe. Ja, es ist halt... Ja, die... Was ist da los? Kamera bitte. Direkt mit Zoom. Zoom da mal jetzt rein. Guck doch mal, du bist doch da ready. Ja, da sind mehr Leute als nötig hinter. Oh, da kommen als mehr rein. Ja, jetzt geht's richtig los. Das wird gleich kuschelig. Ja. Noch einer rein. Ja, der Kletterer was, ey. Crispy wird auch langsam rot, der Kopf. Ja, das ist aber gewohnt. Crispy war schon immer einer. Wenn ich schön die Öche massiert. Eine Crispy-Ohren-Massage. Oh. Damit kommt er sonst bei den Ladies gut an. Zwischen Zeigefinger und Mittelfinger sogar. Da gleiten die ja wie magisch drum. Bis hierhin, Massage, Ohrmassage on point. Auf jeden Fall. Da kann man gar nichts gegen sagen. Was? Saikens Jump-Taste anbindet sich. Das hast du sehr gut zusammengefasst. Das wurde uns gesagt. Ja, habe ich noch nie in meinen 15 Jahren gehört eigentlich. Ja. Die Frage ist, wen juckt das jetzt? Mich gar nicht. Er hat doch mit dir geredet, weil er gesehen hat, dass mich das gar nicht juckt. Was? Ja, was ist denn da jetzt los? Juckt doch nicht. Hat sich jemand einen kleinen Spaß erlaubt und der Konsole immer Anbein angegeben? Der gute alte Maus 1 plus Kill. Richtig. Ja, der Klassiker, aber ja, da guckt doch Tizian relativ verwundert. Was ist da los? Haben Sie jetzt erst den Trick gerafft? War doch nur ein Spaß. Deswegen war Timmermann heute nochmal hier. Jetzt ist er nämlich wieder weg. Ja, ganz zufällig. Kam auch gerade mal verdächtig aus dem Raum dabei, Oronix. Nimm die Maus, die habe ich euch extra mitgebracht. Marky wippt sich da ein bisschen in den Schlaf schon. Ja, ist auf jeden Fall eins der Probleme, die ich noch selten gehört habe. Aber ja, auch eine Jump-Taste kann sich anbinden. Ja. Ich habe auch gerade das Gefühl, dass da einige Leute am Rätseln sind. Ja, soll jetzt aber Crispy lacht irgendwie so dreckig. Ja. Das sieht so ein bisschen aus, oh mein Gott, du Fisch. Jetzt erst. Du hast sie gar nicht gebunden. Naja, gucken wir mal. Sollte gleich weitergehen. Die Info gibt es dann später, nach der Pause. Ja. Da sind auf allen Gesichtern deswegen ein verdächtiges Grinsen. Ein kleines Schmunzeln und ein kleines Schulterzucken. Ja, und eine kleine Facepalm. Ja, auf jeden Fall scheint jetzt hier durchs X. So, die Frage, kriegen wir diese Map noch beendet? Wir hoffen es auf jeden Fall. Ja.
Für mich stellt sich eigentlich nur die Frage, 16-5 oder 16-6 oder komplettes Comeback. Oder komplett, also es gibt nur 16-5, 16-6 oder Comeback. Nein. Aha. Jede Runde kann die nächste sein, die es entscheidet. Okay. Ja, aber wenn wir es realistisch betrachten, Alternate gerade mit sehr gut Geld, starten in diese 21. Runde und ja, Euronics halt mit auch, wenig, ne? Geld. Ja, wir sehen die UMPs und so. Zwei UMP, ja, einmal MP, eine AVE und eine M4. So, jetzt wird die Runde nochmal neu gestartet, ja, aber Backup komplett. Okay. Okay, da wird. Und wir starten wieder von vorne. So, zweite Map, Cobblestone. Und alles auf Anfang. Alles auf Null. So, Backup wird natürlich geladen und dann kann die Sause hier auch steigen. Aber ich weiß gar nicht, wo das Problem war, weil eigentlich war pausiert. Und man kann ja einfach anpausen halt. Oder wird die Runde von davor nochmal wiederholt? Das wäre eigentlich Quatsch. Nee, das wäre Quatsch. Das weil dann sage ich ja in jedem Finale, hör mal, vor zwei Runden die Jump-Taste, die ging irgendwie nicht. Können wir mal ganz kurz das Backup holen? So geht's ja nicht, ne? So welche Trickschen. Naja. Du alter Ganove, du. So, Hunden denkt sich auch, was machen die da drüben? Was reden die da drüben? Ja. So, aber ist wieder ein Admin drin. Ja. Zeichen immer noch nicht komplett zufrieden. Schade. Der Zeichen. Dass er da nicht weiß, was. Brauchen noch PC-Umbau komplett? Das guckt er mal. Du hast doch auch bei dir die Taste, oder? Du spielst doch mit meiner Config, oder? Die haben wir doch alle eingerichtet. Aber ist Chrissy jetzt weg oder wo ist er hin? Ach, da war er noch. Oder ist er auf dem Boden? Ist er unterm Tisch? Spiel von hier weiter. Wo ist er jetzt hin? Ja, macht halt die. Ach. Der eine massiert die Ohren. So, da ist er doch wieder. Welcome back. WB. Hey Mutti, wird doch später heute. Mein Mann hat die Jump-Taste anbeindet. Kannst mir aber ruhig das Essen in die Mikrowelle stellen, reicht schon. So, was ist denn? Ein oder zwei Runden? Mehr hat es noch eh nicht gegeben. Zu? Was traust du Euronics noch zu? Ein oder zwei Runden halt. Also, Chrissy setzt sich auch wieder hin, geschmeidig. Und bei Saiken ist er auf jeden Fall schon wieder fleißig in der Handbewegung. Also von da sollte eigentlich wieder alles funktionieren. Schauen wir auch nochmal bei Alternate in den Raum hinein. Da die Gesichter eigentlich dafür, dass man 15-5 führt. Relativ leer. Deutlich angespannt. Ja, ich meine, man will das Ding jetzt erstmal nach Hause fahren. Dann geht der Druck runter sozusagen. Ja, auch Stefan knackt sich da mal kurz den Körper durch. Ja, ist okay. Kann er gerne mal machen. Und was ihr gerne zu Hause mal machen könnt, ist euch die Tickets für das Finale der ESL-Wintermeisterschaft zu sichern für Stuttgart. Da werden wir natürlich auch vor Ort sein und fleißig kommentieren. Solltet ihr nicht verpassen, am 16. Dezember. Und wahrscheinlich dann auch am 16. und 17. Also 16. auf jeden Fall in Stuttgart solltet ihr rumkommen. Erstes Mal, ich freue mich drauf, denn Stuttgart war ich schon lange nicht mehr. Ja, auf jeden Fall. Ist auch eine schöne Arena. Welche war das? Weißt du es noch im Kopf? Ja. Ja, dann. Karl Benz. Guck mal an. Das ist doch mal eine schöne Location. Ja, also einfach Tickets sichern, findet ihr natürlich alles online und der Nickstar, der wird es euch nachher natürlich auch nochmal ein bisschen erzählen. Super. Ja, auf den Nickstar. Erinnert mich auch ein bisschen an Venom. Aber gut. Hunden, Venom. Ja. Hat jetzt du meinst auch die Frisur, du meinst die Frisur. Venom hat jetzt auch einen Hund. Hat er wirklich? Ja, guck an. Ganz süßen. Ja, ich auch. Du auch, auf jeden Fall. So. Also, Chrissy sitzt immer noch nicht an seinem Rechner. Ja, der ist ja immer noch unterm Tisch.
geguckt, glaube ich. Er macht irgendwas aber da kommt das nächste Admin-Team. Ja, da kommt. Wieder im Zweiergespann. Das Dreiergeschwader. So. Einer schon auf Position. So. Teufelsdreieck. Von den Kickers. Ja, ja, ich verstehe. Nein. Ich habe sofort Teufelsdreieck verstanden. Alles gut. Es gibt keinen Gürtel für dich heute, Sonics. Aber auch keinen Platz mehr an der Wand. So. Hei. Also die Alternate-Jungs, die müssen sich auch denken hier. Das dauert ja heute. Ja. Da hätten wir schon zwei Maps mit denen vernascht. Ja. Unten holt jetzt auch mal, jetzt übersetzt noch mal einer. Was ist denn hier los? Bring mich doch mal hier ein bisschen ins Bilden. Ja, und Sürson redet irgendwas von Unbind. Ja. Wie Unbind? Ja. Also, Maki, von ihm fehlt mir noch so ein bisschen dieser große Durchbruch heute, ne? Ja, bisher gar nicht ins Spiel gefunden. Zeigen aber auch eigentlich, ne? Auch wenn er ganz. Und auch Cressy halt. Also, ja. Ist in Anführungszeichen, wirklich in Anführungszeichen, traurigerweise nur Crispy und Kazuya, die irgendwo ein bisschen Impact hier gesetzt haben im Spiel. Ja. Was ja eigentlich nicht. Beide Map vielleicht. Ja, man soll dann, ne, den Tag nicht vom Abend loben, jetzt aus der Sicht von Alternate Attacks. Ja. Aber die Lone natürlich sichtlich gut, besser als du prophezeit hast. Ja, jetzt. Ich habe da sogar einen leichten Grinser gesehen. Wenn sie wieder aufstehen, ist wieder alles gut. Ja, jetzt auch. Der Hund ist auch langsam angekommen, was die Sache ist. Finde ich auch ein bisschen lustig. Ja. Hört aber nur MP3s gerade. Bei Tizi hat es gerade ein bisschen ausgehen, als wenn er unterm Tisch noch so einen Controller hätte und einfach gerade ein bisschen FIFA spielen würde. Da jetzt am großen auf dem Beamer. Ja, und Admin hinter Alternate erklärt auch gerade nochmal, was die Problematik ist. Ich schau gerade mal, Cressy scheint wieder weiterzugehen. Ready oder nicht ready? Also, Admin, es gibt noch eine kleine Diskussion, aber es sieht so aus, als würde es weitergehen. Ansonsten würden wir in eine kurze Unterbrechung gehen, aber wir warten dann nochmal das finale Signal vom Head Admin ab, ob jetzt wirklich alles geht und da die vielleicht letzte Runde jetzt noch durchgezogen werden kann oder die vielleicht zweite, die dann folgt. Und dann sollte es vielleicht erledigt sein. Ja, gucken wir mal. Spätestens jetzt wissen wir, auf welchem Team der Coin ist. Ich habe kein Gesetz. Aktualisiere das doch. Nein, da gucke ich gar nicht hin. Aber generell wollte ich sowieso mal gucken, wie die Quote ist. Natürlich. 67,57% versus 32,43%. Also Attacks leicht vorne. Leicht favorisiert hier von der Community. Ist okay. Ja, hätte ich aber auch so erwartet, um ehrlich zu sein. Wobei man es auch nicht 100% sagen kann, denn gerade ein Crispy muss eigentlich sehr gut wissen, wie zumindest die Attack-Spieler spielen. Aber dadurch, dass Runden natürlich quasi jetzt die neue Richtung vorgibt, ist es natürlich umso schwieriger, das alles zu lesen. Aber wir machen jetzt eine ganz kurze Pause, wenn ich es richtig verstanden habe. Und dann sind wir gleich zurück mit den letzten Runden aus Cobblestone. Also nicht verpassen, dranbleiben. Pardon von unserer Seite aus, aber da sind uns halt auch die Hände gebunden, wenn was anderes anbeindet wird. Also, bis gleich, dann Cobblestone, die letzten Runden, lasst krachen.